Also ich habe einen neuen Partner mitgeholt. Nämlich Razaf. Ups. Aber der schmeißt mich nur nach oben. Und das war ein Fehler. Oh nein! Hallo, wo bin ich denn? Was? Hallo meine lieben Leute, euer BlueXTuber wieder am Start und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Mario 64 Through the Ages. Ein mega geiler Hack von Casey Manoir. Und wir haben im letzten Part den Vulkan zu 100% abgeschlossen. Und jetzt geht's auf in diese asiatische Welt. Wir sind wohl auch auf der großen Mauer. Auf der chinesischen Mauer. Nehme ich jetzt mal an. Musik ballert auf jeden Fall wieder ordentlich rein. Du. Und Buhu-Laternen. Okay. Alles klar. Ja, wo müssen wir eigentlich hin? The Great Climb. Okay, The Great Climb. Ah, ich denke, wir gehen einfach wieder überall hin. Und die Stage, die wirkt auch ziemlich groß, muss ich sagen. Yeah. Und mal gucken, in welchen Stern wir zuerst reinlaufen. Vorsichtig. Bestimmt können wir diese Gongs auch auslösen, oder? Nein, können wir nicht. Wirklich nicht? Vielleicht später mit irgendeinem Pokémon. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Der Drache schläft. Zumindest für jetzt. Zumindest bis sein Song gespielt wurde. Okay. Alles klar. Ja, soll er schlafen? Und oh! Da können wir Musik machen da hinten. Aber wir wissen noch nicht, wie der Song ist. Von daher, keine Ahnung, werden wir das bestimmt irgendwo rausfinden in irgendeinem Hinweisschild. The Trank Song goes 41325. 41325. Merke ich mir das? Natürlich nicht. Aber ich schreibe es mir auf. Und da ich kein Papier habe, schreibe ich es mir in meine Handinnenfläche. Jawohl. Okay, nice. 41325. Sehr gut. Boah, ich hätte schon Papier gehabt, aber die eigene Handfläche, da geht das immer ganz schnell. Jetzt ist nur die Frage, komme ich hier rüber? Müsste ich, oder? Ja, sehr gut. So, 4, 1, 3, 2, 5. So, wenn das jetzt 1 ist... Boah, wir gucken mal das Schild an. Wir schauen mal, was hier abgeht. Okay. Wird gerankt. From biggest to smallest. From biggest to smallest. Also ist das jetzt 1? Also, ja. Ich tue einfach mal so. So, 4, 1. 1. 3, 2, 5. 3. 2. 5. Aber ich habe das Gefühl, dass es anders definiert. Genau andersrum. Oder auch nicht. Okay. Hallo Drache, ich hoffe, du bist lieb zu mir. Yeah. Oh. Okay. Greift er mich jetzt an? Oder... Ah, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich sollte auf den Drachen drauf. Ja. Ich gehe mal auf den Drachen drauf, wenn das geht. Sehr schön. Und... Oh! Wir fliegen. Und die Musik, die laggt ein bisschen. Oh mein Gott. Alles klar. Sehr schön. Und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt beeilen muss hier. Und... What? Okay, er hat den Sprung nicht richtig ausgeführt. Eigentlich sollte Mario da viel, viel höher springen. Ja, genau so. Auch wenn das auch nicht ganz zufriedenstellend war. Aber wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste.
So, nochmal. Den Sprung, genau. Weitsprung. Cooler Stern. Jetzt weiß ich halt nicht, ob ich mich hier beeilen muss. Ah, ich versuche jetzt einfach mal nicht super langsam zu sein. Und dann sollte das eigentlich passen. Ich habe das Gefühl, dass wir hier unendlich Zeit haben. Aber keine Ahnung. Spielt eigentlich irgendjemand von euch den Hack auch? Würde mich mal so interessieren. Weil das hat bisher noch keiner in die Kommentare geschrieben. Dass er den Hack auch spielt. Normalerweise spielen ja immer so ein paar Leute mit. Und wir haben den Stern. Perfekt. Sehr gut. Nice. Mehr cooler Stern. War definitiv nicht der Stern, den wir suchen mussten. Ja, Awake the Dragon. Nope. Das war sogar der allerletzte. Alles klar. Jetzt ist die Frage, wo ich hin muss, ne? Ah, der Great Climb. Oh, ich glaube, ich muss da hinten hin. Ja, da ist das zumindest sehr weit oben. Wenn man das mal so sagen kann. Und ja, die 100 Münzen, ich glaube, die sammle ich definitiv jetzt nicht ein. Dafür ist die Stage dann doch ein bisschen zu groß. Und Buhu, rett mich. Sehr schön. Buhu, Laternen. Ihr seht schon lustig aus. Und die machen auch Buhu-Geräusche. Ja, moin. Sehr cool. Okay. Oh nein. Ich traue den nicht so ganz. Aber ich muss den trauen. So, warte, ich gucke erst mal hinten rum. Aber hinten ist nichts. Das heißt, wir gehen einfach mal hier rein. Und wir sind beim Boxen. Alles klar. Kann ich da hoch? Ich kann da hoch, sehr gut. Also diese Welt, die macht wirklich bisher gute Laune. Und das sieht doch nach dem richtigen Stern aus, oder? Jawohl. Wobei, im Endeffekt ist es ja eigentlich egal, weil wir holen uns ja eh alle Sterne. Genau, Kurs 7. Nice. Puzzling Pagoda. Pagoda. Keine Ahnung, was Pagoda ist. Vielleicht ist das irgendein chinesisches Spiel? Keine Ahnung. Aber kann ich mir gut vorstellen. Wir gehen mal hier hoch. So, kann ich hier auch irgendwo rein? Ich blockiere dich, mein Kleiner. Du bist nicht hart genug. Hast du einen explosiven Partner? Wenn nicht, dann bist du nicht hart genug, mein Kleiner. Okay, einen explosiven Partner. What the fuck? Also ich habe einen neuen Partner mitgeholt. Nämlich Razaf. Ups. Aber der schmeißt mich nur nach oben. Und das war ein Fehler. Oh nein! Hallo, wo bin ich denn? Was? Okay, ich dachte, ich stecke im Steinblock drin. Oh nein. Mario? Ja, Mario genießt sein Leben hier anscheinend. Ich bin gesoftlockt und ich komme nicht mehr raus. Ja, Mario nickt. Mario nickt, Leute. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber ich habe das Gefühl, ich muss das Spiel neu starten. Razaf, Mann, was machst du? Case, was machst du auch? Oh Mann, really? Ich komme hier nicht mehr weg. Ich steck da drin. Ah! Okay. Okay. Cool. Warum auch immer ich das jetzt gerettet habe. Doch kein Softlock, Leute. Entwarnung. Das war ja irgendwie witzig, ne? Okay, nice. So, was muss ich machen? Ich muss puzzeln, ne? Pandoga. Oh Gott, oh Gott.
Aber ich hätte. Ich war schon am Reset-Knopf. Ich war schon davor. Aber konnte ich mich doch nochmal retten. Sehr gut. Hallo Buhu-Laterne. Sehr gut. Bam, 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 bam. So, und ja, mit Rasaf kann ich mich nochmal höher schmeißen. Wenn ich das möchte. Und ich denke, das ist sogar durchaus nützlich in vielen Stellen. Ach, das ist eine Rutsche. Okay. Ich wollte noch nicht rutschen, aber gut. Will nochmal erstmal hier was schauen. Erstmal hier den Überblick haben. Aber ich glaube, wir können schon direkt rutschen, ne? Ich denke ja. Wir rutschen. Wir rutschen. Und fallen hoffentlich nicht runter. Wobei das ja durchaus nicht unwahrscheinlich ist, aber ich kann ja gut rutschen. Wobei, oh nein, ich sehe die Buhu-Laterne schon. Ich sehe sie schon. Das geht schief. Oh! Oh, oh, oh! Okay, 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 okay. Okay, nice. Nice, 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 nice. Beruhig dich mal. Beruhig dich. So, wieder auf den Arsch, genau. Und dann auf die Laterne drauf. Aber wir sterben nicht, ne? Nee. Ist er fies platziert? Ich habe schon gesehen, dass die so nah vorne ist, aber das passt irgendwie nicht. Okay, doch. Alles klar. Alles klar. Oh mein Gott, ich habe nur noch ein Leben. Okay, okay, Mario. Wir haben noch zwei Sprünge. Was kriegst du hin, Mario? So, renn. Rutsch und spring. Sehr gut. Und noch einmal. Nice. Mit dem letzten Leben. So ist es doch immer am epischsten. Sehr schön. The longest slide. Ah, ich habe durchaus schon längere Rutschen gesehen, aber wahrscheinlich in diesem Spiel ist das wahrscheinlich schon die längste Rutsche. Okay, cool. Dann gibt's noch eine Stelle, wo wir noch gar nicht waren? Da bei einem Drachenpuzzle, ne? Genau, da können wir eigentlich nochmal weitergehen. Rote Münzen habe ich bisher kaum gesehen. Ich glaube, eine rote Münze habe ich bisher nur gesehen. Das ist echt nicht viel. Aber das passt schon. So, hier ist wieder so eine Statue. Die greift mich doch an, oder? Ich glaube schon. Ja. Oh Gott. Ja, moin. Und der eine Stern ist für einen explosiven Partner. Das, da muss ich dann auch schauen. Okay, hallo. Was mit dem explosiven Partner gemeint ist. Es muss ja irgendein Pokémon sein, was Explosion kann oder Finale oder irgendeine andere Attacke, was in die Richtung geht, ne? So, ich glaube, ich bin wieder am Start. Aber mir fällt jetzt gerade kein Pokémon ein. Gut, es gibt ein Magneton, ne? Magneton kann Finale, oder? Ja. Oh, das war aber sehr knapp. Und, oh, hier haben wir einen Boss. Ja. Der erinnert mich ja direkt an den Wüstenboss, so ein bisschen. Aber es ist er natürlich nicht. Ich beschütze diesen Turm. Hau ab, Eindringling. Autsch, ich wollte direkt mal direkt treffen und wow, 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 wow. Ich heile mich mal. So, ups. Okay. Wo ist er jetzt hin? Da ist er hin. Jetzt die Frage, wie ich den angreife. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ich brauche kein Pokémon oder so.
So, reindiven? Nee. Okay. Okay, das passt auch nicht. Okay, ich weiß nicht. I'm not sure. Ich kann hier nichts machen. Nö. Okay, das check ich noch nicht so ganz. Kann ich den irgendwie aus dem Gleichgewicht bringen? So, komm her. Greif mich an, ja. Aber der macht ja nichts. Okay, ich habe das Gefühl, ich brauche hier ein Pokémon. Aber keine Ahnung. So, was kann Mario noch? Mario kann noch den hier. Den Slide Kick, aber der bringt nichts. Hier sind aber auch so viele Münzen. Das irritiert mich schon so ein bisschen. So, als ob Case will, dass man hier ausprobiert. Oh, ich habe jetzt alles ausprobiert. Achso. Oh. Ach ja, moin. Ja gut. Unter allen Optionen, die ich jetzt im Kopf hatte, war das die Option, an die ich überhaupt nicht gedacht habe. Okay. Ja, komm, dann fall runter. Fall runter und gib mir den Stern. Ja. Nein! Oh, ich dachte, er geht jetzt runter. Okay. Da muss ich hier einfach nur lange genug überleben. Was gar nicht mal so leicht ist. Oh, das kriegen wir eigentlich schon hin. So, kannst du jetzt mal wieder runterhüpfen? Ja, irgendwas mache ich noch falsch. Ah, nee! Ah, okay, jetzt. Jetzt. Perfekt. Aber hier ist natürlich Gift. Okay, ein Schlag noch. Und dabei dann nicht sterben. Eventuell muss ich ihn auch an den Rand locken, damit er da runtergeht. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Wow. Ich habe das Gefühl, der wird immer schneller. Ja. Kommst du da runter? Nö. Ich glaube, an den Rand locken bringt doch nicht viel. Nee. Ich glaube, ich muss hier einfach wirklich nur rennen. Keine Ahnung. Ja, jetzt. Okay, jetzt. Hm. Ja, komm, fall doch runter. Meine Güte. Da will ich. Okay, der Bosskampf ist irgendwie komisch. Sehr, sehr, sehr komisch. Ja, jetzt weiter wieder ab. Er geht nicht runter. Er geht nicht runter. Oder muss ich jetzt auch in das Gift rein? Das ist ja eigentlich falsch. Okay. Ne, der Boss ist ein bisschen komisch. Auch wenn die Idee wahrscheinlich super cool ist. Oder ich verstehe irgendwas nicht, ne? Das kann natürlich auch immer sein. Autsch. Okay. Die Chance tut sich. Ja doch. Ich glaube, ich musste den irgendwie rauslocken auf jeden Fall. Aber egal, wir haben den Stern. Komischer Bosskampf, aber irgendwie auch cool. Nice. Und dann haben wir hier auch schon so gut wie jeden Stern. Jetzt schaue ich mal, ob es ein Pokémon gibt, was explosiv ist. Aber bevor wir das machen, mache ich immer schön noch hier meine Razzaf-Challenge. Genau. So. Weezing, ne? Oder war das? Ne, das war Smogmog. Das war Smogmog. Oh nein, ich will nicht Smogmog. So, jetzt habe ich die Razzaf-Challenge und ja. So, Razzaf kann uns hochschmeißen. Das war die falsche Richtung. Okay, so. Teamwork! Okay. Jetzt muss ich schauen, am besten, wie der Winkel ist. Oh, tendenziell ist Razzaf ein sehr nützliches Pokémon. Definitiv. So, hier brauchen wir es wieder.
Ich hoffe, das reicht. Ah, da oben ist... Oh, ja, natürlich ist da oben eine Plattform. Okay. So, von hier sollte es aber passen, oder? Ja, okay. Die Plattform da oben habe ich nicht gesehen. Das war ein bisschen unfair. Aber jetzt kommen wir hoch. Sehr schön, und da haben wir auch den Stern. Und das ist der 50. Stern des Spiels. Und gucken wir mal, ob ich jetzt noch ein explosives Pokémon finde. Das wäre cool. So, Tangela kann es definitiv nicht. Golem war ja Geowatz, ne? Geowatz kann Finale. Akani, Magnemites, Gyarados sicherlich nicht, Hypno auch nicht. Ja doch, dann müsste es ja eigentlich Golem sein. Oder? Man kriegt ja immer so eine kleine Erklärung eigentlich, aber in dem Fall nicht. Golem, kannst du explodieren? Oh, Golem explodiert. Sehr schön. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nochmal vor diesem Türsteher wieder. So, da bin ich wieder. Hier kommst du nicht rein. Das glaube ich kaum. Geowatz, let's go. Hau den Steinblock weg. Sehr gut. Das ist witzig. Und jetzt komme ich immer noch nicht rein. Doch, ich komme rein. Okay. Gott sei Dank. Okay. Was haben wir hier? Willkommen zum Pagoda-Rätselspaß. Um weiterzukommen, musst du richtig antworten. Okay, es gibt dir Antworten 0, 1 und 2. Hast du die Weisheit? Antworte falsch und du wirst gepunished mit einem sehr, sehr gefährlichen Escape Room. Okay. Ach, das ist das Rätsel. Okay, jetzt muss ich das hier parallel übersetzen. Okay, du bist in einem Race und du überholst gerade den zweiten Platz. Welcher Platz bist du jetzt? Naja, ich bin ja dann immer noch Zweiter. Okay. Ja, also eigentlich Tür 2, oder? Ja. Tür 2 ist dann die hier, denke ich. Ja. Okay, sehr gut. Kann man hier eigentlich schummeln, indem man hier gucken kann? Oder hat Case das, Nee, Case hat das so gemacht, dass man überall was sieht. Okay, und... Oh. Okay, der sieht aber böse aus. Okay, vielleicht ist 2 die richtige Antwort hier. Also schauen wir einfach mal. Genau. Um vor den zweiten Platz zu kommen, warst du der dritte vorher. Okay, ja, hier wird es nochmal erklärt. Gut. Jetzt stell dir vor, dass 10 Kinder Verstecken spielen. 8 Kinder sind bereits gefunden. Wie viele Kinder verstecken sich immer noch? Naja. Es gibt noch ein Kind, was sich versteckt, und ein Kind, was noch sucht. Also 1 ist die richtige Antwort. Aber es gibt ja diese Gefahrenräume. Ich gehe mal hier spontan trotzdem in mal einen falschen Raum. Einfach, weil es mich interessiert. Ah! Okay. Ja. Ja. Ja, und jetzt? Kann ich hier wieder raus? Ja, ich komme hier wieder raus. Okay, das ist witzig. Ich kenne die Null auch noch rein. Das ist witzig. So, warte, ich komme erst wieder raus, wenn... Ja, ich komme erst wieder raus, wenn ich den Schalter betreten habe. Okay. Alles klar. Okay, das ist witzig. So, und dann gehen wir jetzt in die 1 rein. Sehr schön. Okay. Und dann haben wir noch ein Rätsel. Genau, hier wird's wieder erklärt. Und jetzt das letzte Rätsel. 3 Vögel
sitzen auf einer Bank. Du erschießt einen mit einer Kanone. Wie viele Vögel sind immer noch auf der Bank? Was ist das für eine gemeine Frage? Oh ja, null. Die anderen flüchten. Wobei, der tote Vogel, der ist ja dann vielleicht auch noch drauf. Also entweder 0 oder 1, aber ich denke 0. Gib mir den 0 rein. Und hier ist der Stern. Okay. Ja, du hast es geschafft. Und ganz richtig, die zwei anderen Vögel, die fliegen. Jupp. Aber ein Vogel ist trotzdem noch auf der Bank. Er sitzt nur nicht mehr. Okay, das was war gemein. Aber wir haben jetzt hier auch alle Sterne, die wir haben wollen. Und da vorne ist ein Toad gespawnt. Ja, die Insel erweitert sich immer und oh. Okay, da ist noch ein Toad. Und ein Shy Guy. Alles klar. Aber wir schauen jetzt erstmal die Geowatz-Challenge an. Sehr gut. Hey, mein Freund. Weiter geht's mit Primeape. Du. Ah, ne. Razaf haben wir gerade gemacht, ne? So, Golem. Let's go. In einer explosiven Challenge. Ich mag das mit dem Pokémon. Ja, ja. Geowatz steckt drin. Sehr gut. Das ist eine echt coole Mechanik. Vielleicht macht er das tatsächlich in Zukunft häufiger mit dem einen oder anderen Pokémon. Wobei... Ah nee, ich glaube, das ist ja hier... Das ist hier exklusiv. So hier, oder wie? Ja, das sollte passen. Okay, die Sterne sind ja wirklich sehr, sehr, sehr gut zu holen. Perfekt. Sollen wir noch mit den Leuten da hinten reden? Machen wir mal. Erstmal mit dem kleinen Toad. Ja, danke, dass du mich gerettet hast. Juhu. Du erlaubst mir sicherlich ein bisschen zu leben, oder? Bis ich hier weggekommen bin, richtig? Hey, weißt du, dass es einen geheimen Eingang auf der Innenseite des Islands gibt? Ja, da waren wir ja schon, ne? Da waren wir, glaube ich, schon. Wer das meint, ja. Ich habe gehört, hier ist ein Schatz versteckt. Okay, aber du brauchst explosive Sachen. Hidden in hier. Okay. Kann ich hier die Tür aufspringen? Ich glaube nicht. Okay. Oh, Mario, das bist ja wirklich du. Ich habe großartige Neuigkeiten. Deine kürzlichen Abenteuer, die halfen mir und ich habe alles zusammengetan und ja, vielleicht kriegen wir deine Copyrights wieder zurück und deine Villa. Bist du bereit dafür, um zum Trial zu gehen? Ich habe das Gefühl, hier löse ich das Finale aus. Bin mir nicht sicher. Aber um die Villa geht's ja hier. Ja. Jetzt schaue ich nochmal, ob man hier irgendwas wegsprengen kann mit Geowatz. Das wäre doch ganz gut zu wissen. Aber diese Steine hier schon mal nicht. So, ich guck mich hier nochmal ein bisschen um. So, hier in der Höhle. Kann man vielleicht auch noch irgendwas aufspringen? Aber keine Ahnung. Habe ich hier irgendwas verpasst? Weil oben war halt nichts. Ach, lol. Okay. Habe ich den ganzen Weg verpasst. Ja, moin. Dann gibt's hier noch einen geheimen Safe. Den sprengen wir natürlich. Wahrscheinlich gibt's hier auch noch einen Stern, oder? Ja, Tatsache.
Nice, dann haben wir 53 Sterne. Und ich würde fast sagen, dass ich noch einen kleinen Spoiler für die nächste Welt gebe wieder. So, haben wir nämlich Kurs Nummer 8. Und wir sind dann unter dem Meer. Ganz, ganz tief. 20.000 Meilen unter dem Meer. Okay. Eine Unterwasser-Stage. Das wird sehr interessant, Leute. Seid auf jeden Fall beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bei Mario 64 Through the Ages. Und ja, vielen Dank an dieser Stelle wieder an alle Daumen-Hochgeber. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Macht's gut. Euer Blödes zu. Und ciao.